Mir hat das einfach gefallen, wenn ich zu meinem Grossvater zurückgeschaut habe. Weil der macht das jetzt schon seit 20 Jahren. Ich bin 22 und ich habe das immer ein bisschen kennt vom Grossvater. Was ist ja der Suppenquassige Spezialist gewesen? Es hat mir gegeben, der nie eine Chorpferdung machen. Und hat auch der gegeben, der immer machen konnte. Also, die ganze Chivre habe ich noch nie selber gemacht. Jetzt. Ich habe kleine Kurbine einfach gemacht, selber, was der Grossvater mir gezeigt hat. Und aber einzelne Teile davon habe ich einfach gemacht von der Chivre. Man hat besonders in der Chivre hat man anderes Material drin und nachher zu oberst vielleicht das Tüwe oder das Kische. Und da hat man das Kind drin getan. Und das ist auch zugedeckt, so wie man es jetzt in der Busse hat. Und darum ist man so in die Talpa gegangen. Ich habe ganz gut mit Besinnen, was Mama, so die kleineren Geschwister, die so in den Talpa gedreht hat. Ich finde es auch schade, wenn das verloren geht. Mich interessiert das, das alte Handwerk eigentlich. Sobald das Löhm gefallen ist, kannst du mit dem Holz tiptop arbeiten. Mir war so lang, kann man es ja gleich auch nicht haben. Man muss das Gries verarbeiten. Das ist eine schwierige Sache. Das kannst du nicht mit im Sommer reichen. Wenn du das bringst, tut der das Hasel voll im Saft. Wenn es dir ist, ausgetrocknet ist, so geht es also sehr, sehr schlecht mehr. Das ganze Visier. Und das sollte der Hasel nicht gerade ganz ausgetrocknet sein. Oder auch nicht ganz nass sein. Gut geeignet sind die, die einfach lang sind und möglichst keine Äste wie haben. Ob sie jetzt ein bisschen gebogen sind, ist für Gerz machen und nicht so wichtig. Für die Schiene noch einer sollte so 2 cm dick sein im dicken Ohr. Das mit der Äste ist schon völlig wichtig. Dass man einfach wirklich so wenig wie möglich Äste in der Stecke hat. Weil das dann eigentlich alles ein bisschen erschweren. Und aus diesen Stecken macht man nachher eigentlich die 2 Hauptmaterialien, die es für die Chivre braucht. Es wird einmal so die Schiene. Damit machen wir das Gerüst von der Chivre. Und das andere wäre dann die Gerd, sagt man dem, das Flechtmaterial von der Chivre. Und der Boden ist das einzige, was eigentlich der braucht. Nur aus einem Holz, aus einem Brett. Am besten ist mal ums Holz, also vom Leibholz. Und das kommt dann natürlich so alles zusammen am Schluss, wenn man die Sachen hat. Die Schiene kommt da rein. Und die Gerd, damit kommt dann auch die Fläche gemacht. Das ist einfach eine schöne Sache. Und das macht bei mir auch jetzt vom Studium her, vom Umweltingenieur, den Sinn, das zu machen, weil es ist einfach sehr ökologisch. Man nimmt 95% vom Material aus einer Pflanze, die hier zu Genüge wächst. Und von dem her macht es auch sehr Sinn. Ich meine, so eine Chivre, man muss sie nicht gebraucht wie früher, hat sicher einen Haufen Jahre. Und in der Zeit wächst das Material um ein Vielfaches nach. Am Schluss kannst du in den Ofen gehen, wenn es kaputt ist. Das ist dir eigentlich, aber heute nicht. Kannst du auch hier über die Vorderbrücke gehen. Das macht der Natur nichts.